Wir erhalten grundsätzlich Rückmeldungen bei der Zentralstelle Dolmetscherwesen. Das sind allerdings sehr wenige, also auch schon bei Lautsprachdolmetschenden sind es lediglich etwa 20 pro Jahr. Das ist nicht viel bei 26.000 Einsätzen jährlich. Ich habe in den 11 Jahren, in denen ich im Dolmetscherwesen tätig bin, noch nie eine Rückmeldung bekommen über einen Gebärdensprachdolmetscher oder eine Gebärdensprachdolmetscherin. Ich nehme an, das würde direkt über die Procom erfolgen. Ich habe allerdings Rückmeldungen grundsätzlicher Art von Seiten der Auftraggeber, und zwar, dass es vermehrt schwierig ist, Dolmetschende zu finden für andere Sprachen. Das heißt, wenn eine gehörlose Person französischsprachig ist oder einfach aus dem Ausland kommt, dann haben wir Probleme, Dolmetscher zu finden und die Situation lösen zu können, weil es ja dann über ein Relais gehen müsste. Und da denke ich, das ist sicher eine Problematik, der man sich annehmen müsste.